Was auf die Bruderschaft mal wieder ein bisschen. Hey. Ja, du wolltest mich was fragen? Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Du und ich gegen das Commonwealth? Ich würde sagen, die Chancen stehen ziemlich gut für uns. Was meinst du? Und wohin geht's als nächstes? Was meinst du? Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Das ist erstmal alles. Sicher. Knapp ist, bleibt mir schon. Ach, Kate, bist du mal weg. Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht eine... Ich habe technische Dokumente für dich. Ah, gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Jetzt hätte eine Amulation vor sich. Dr. Quinlan? Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Ich habe Zeit, dir bei der Patrouille zu helfen. So ist es richtig. Unsere Gelehrten sind zwar gut ausgebildet, aber nicht für Feuergefechte. Triff die Gelehrte vor der Pridwin. Du eskortierst und beschützt sie, während sie die Daten sammelt. Am wichtigsten ist, dass du sie heil zurückbringst. Also auf Deutsch, babysitten. Also was ich die ganze Zeit mit Kate mache. Mit der Verletzung solltest du mal zu Ritter Captain Kate gehen. Bereit? Legen wir los. Ja, Sir. Hier ist der Ort. Du gehst voran. Also wie immer ein Tisch.
praktisch, wenn man die Orte schon mal so oft besucht hat, eigentlich schon mal. Das ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokoll 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Beide Kontakte am Leben! Begeben Sie sich bei Problemen mit dem Polizeikontrollpunkt mit Bomben. Die Koordinaten finden Sie am Leitfaden. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterflug für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee die gehörenden Familien wieder abgewiesen. Da draußen ist was. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Ich wiederhole. Wow, der hat schon längst getroffen können. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Nett. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihren Leitfaden für Notfälle. Das könnte ich mir mal ansehen. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ich wiederhole. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen mit dem Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in den Leitfaden. Legt sie um! Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Thanks, Koreans making a cup turn. So, dann machen wir in den nächsten Folgen den Rest mal. Und die Bruderschaft ist abgestürzt. Ja, wie immer eigentlich. Schön, freut mich. So.
Oh, schönen Abschluss, ne, Kate? Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen bei Fallout 4. Und wir werden das nächste Mal wiedersehen, egal was ich mache. Haut rein. Ciao.